Wort nun Peter Wittmann von der SPÖ. Das Organstreitverfahren ist an sich ein Verfahren, das man sich durchaus überlegen kann, aber nicht in diesem Fall. Es ist auch nicht richtig, was Sie dazu gesagt haben, dass das in Deutschland möglich wäre. In Deutschland ist es ausschließlich möglich, im Organstreitverfahren über Fragen des Grundrechtekatalogs, des deutschen Grundrechtes, an den Verfassungsgerichtshof zu gehen, nicht jedoch über Fragen der GOG, der Geschäftsordnung. Das heißt, ausschließlich Fragen, die durch das Grundgesetz geregelt sind und zum Streit innerhalb des Grundgesetzes führen, können dort zum Verfassungsgerichtshof gebracht werden. Wenn wir jetzt das ausdehnen würden, ich bin da nicht unbedingt grundsätzlich dagegen, würden wir das ausdehnen und sozusagen Fragen der GOG und Beweisfragen letztendlich, weil ja der eine sagt, das ist inhaltlich zu wenig, der andere sagt, das ist mir inhaltlich schon zu viel, was ja ausschließlich eine Beweisfrage ist, würde dazu führen, dass der Verfassungsgerichtshof aus den Ministerien alle Akten anfordern muss und dann prüfen muss, ob aufgrund der Aktenlage zu viel oder zu wenig gesagt wurde. Also ich halte das erstens einmal in dieser Ausformung für eine Lahmlegung des Verfassungsgerichtshofs. Wir haben 11.480 schriftliche Anfragen, ohne mündliche Anfragen. Wenn wir jetzt bei nur einem Bruchteil derartige Organstreitverfahren einführen und alle Akten aus den Ministerien abgezogen werden müssen, geprüft werden müssen, um die inhaltliche Frage zu klären, ob das zu viel oder zu wenig Antwort ist, dann würde man das Organstreitverfahren ad absurdum führen und in Deutschland gibt es das auch nicht. Das Organstreitverfahren in Deutschland sei lediglich für Grundrechtsfragen vorgesehen, nicht für Streitfragen bezüglich der Auslegung der Geschäftsordnung des Nationalrats bzw. zur Klärung korrekter Beantwortung von Anfragen von Abgeordneten, argumentiert Peter Wittmann, Justizsprecher der SPÖ.